Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Booster-Workout. Und wir machen noch gar nicht lange rum. Wir fangen gleich an. Aber bevor ich es vergesse, wenn du mal wissen möchtest, welches Training für dich am besten geeignet ist und vor allen Dingen, welche Ernährung am besten zu dir passt, nicht welche Diät, sondern welche Lebensmittel deinen Körper tatsächlich so richtig unterstützen, den Stoffwechsel hier in Schwung bringen, ja, die Fettverbrennung ankurbeln, dann empfehle ich dir den Test unter diesem Video. Dauert 3 bis 4 Minuten und du bekommst von mir dein personalisiertes Ergebnis plus gleich ein paar Tipps, was du tun kannst, um deinen Stoffwechsel so richtig in Schwung zu bringen. Okay, bist du bereit? Du brauchst nichts außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper, ein bisschen Puste und ein kleines bisschen Platz. Lass uns loslegen. Jawohl, wir beginnen im hüftbreiten Stand. Nimm die Hände auf die Knie, auf die Hüfte. Geh ganz leicht in die Knie und dann öffnen wir hier links, rechts. Du kannst das Ganze auch ein bisschen schneller machen. Du kannst aber auch in diesem mittleren Tempo bleiben. Schau, was für dich passt. Du kannst natürlich auch tiefer gehen. Wichtig ist, dass deine Körpermitte aktiviert ist, dass du dein Brustbein zeigst, dass du nicht nach vorne gebeugt bist. Ja? Schön aufrecht. Und lass den Atem fließen. Letztes Mal locker marschieren. Gehen wir gleich in die zweite Übung. Du stellst dich schulterbreit hin und dann gehen wir hier Kniebeugen. Geh tief, bring die Arme nach vorne und geh hoch, schieb den Po vor. Tief und hoch. Lass dir Zeit. Mach das jetzt ganz langsam. Ja, eben ging es so ein bisschen um Schnelligkeit und jetzt geht es aber darum, es ganz langsam zu machen. Den Atem fließen. Wenn du noch nicht so tief kommst, dann gehst du eben genauso tief, wie du kommst. Ja, jedes bisschen zählt. Lieber langsam, lieber weniger, als schnell irgendwas hinzuwuscheln, dass dir dann nichts bringt. Ja, weil letztes Mal. Gut, und locker marschieren. Und jetzt gehen wir hier in die sogenannte Schere hinein. Das heißt, du springst einmal links vor, einmal rechts vor. Wenn dir das aus irgendwelchen Gründen unangenehm ist, dann kannst du das Ganze auch hier im Wechsel, ja, mit den Fersen vorne aufsetzen. Und das kannst du dann auch wieder schneller machen. Ja, das wäre der Anfang. Oder aber du gehst in den Sprung. Lass den Atem wieder fließen. Weg. Und letztes Mal. Und wieder locker marschieren. Jetzt gehen wir in den schön gegrätschten Stand. Die Zehen und Knie zeigen nach außen. Und dann gehen wir hier tief und wieder hoch, Becken vorschieben. Tief und Becken vor. Und auch hier, du schaust, wie tief kann ich gehen.
Wichtig ist wirklich dieses nach vorne schieben. Letztes Mal. Jawohl. Und dann ausschütteln. Gut, du erinnerst dich, eben sind wir seitlich geöffnet. Jetzt machen wir das Ganze nach vorne. Das heißt, du gehst rechts vor, rechts zurück, links zurück. Das kannst du wieder langsam machen. Oder aber ein bisschen schneller. Oder aber richtig schnell. Oberkörper ist aufrecht. Letztes Mal. Jawohl. Und wieder locker marschieren. Und jetzt gehen wir in den Side Lunge mit Kreuzen im Wechsel. Und zwar Side Lunge nach links. Komm zurück. Kreuzen nach rechts. Komm zurück. Side Lunge nach rechts. Komm zurück. Kreuzen nach links. Komm zurück. Links. Kreuzen. Rechts. Kreuzen, links, kreuzen, rechts, kreuzen. Auch hier wieder den Atem fließen lassen. Mal. Ja, schön. Ja, kurz marschieren und dann nehmen wir die letzte Übung, der Front Kick. Du kickst nach vorne. Du hebst dein Bein an, kick nach vorne. Bein anheben, kick. Du kannst das recht niedrig machen, hebst trotzdem dein Bein zuerst an. Du kannst natürlich auch ein bisschen höher gehen. Und du kannst die Arme hier diagonal mit dazu nehmen. Und du kannst noch höher gehen. So auf Nasenhöhe. Schau hier, was geht für dich? Ja, schöne, tschick, schnelle, super effektive dritte. Und nochmal wichtig, zuerst Knie hoch und dann in diesen Kick hineingehen. Mal. Jawohl. Auf der Stelle marschieren, dann in den schulterbreiten Stand und einatmen. Arme nach oben und aus nach unten. Ein nach oben und aus nach unten. Und du lockerst dich auf, schüttel dich ein bisschen aus. 8,5 Minuten. Und du hast es geschafft. Stoffwechsel angekurbelt, Fettverbrennung angeregt in 8,5 Minuten. Eventuell bist du total aus der Puste, total fertig, mega genial. Und falls nicht, hey, mach noch eine Runde. Spricht überhaupt nichts dagegen. Mach noch intensiver. Also wenn du merkst, ja, war schon super, ja, aber du hast die langsame Version hier zum Beispiel gemacht, dann das nächste Mal, ja, geh rein. Geh tiefer, ja, gib so richtig alles. Und dann bist du in 8,5 Minuten tatsächlich fertig. Wenn ich das für mich allein mache, ich schalte den Turbo an.
Das ist eine Minute, ja, wirklich hochintensives Cardio. Und danach bist du total am Ende. Okay? Prima, sehr schön. Bevor ich es vergesse, Gewinnspiel. Jede Woche ziehe ich eine Gewinnerin. Und ach, die Gewinne sind mega genial, sind nicht immer gleich, aber immer mega genial. Wie soll es anders sein? Was du tun musst, darfst, noch nicht wirklich viel, kommentieren, abonnieren und dieses Video liken. Mehr nicht. Und dann sicherst du dir die Chance auf den mega genialen Wochengewinn. Und mal so ganz unter uns, erzähl gerne Freundin, Nachbarin, Bekannten, Kollegin von meinem YouTube-Kanal. Denn ich bin mir sicher, auch ihr wird dieses Video super gut tun. Und lasst es uns teilen, in die Welt hinausbringen, damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Ich danke dir für dein Sein, wünsche dir einen grenzgenialen Tag. Bis dahin, mach es gut. Ciao, hier ist Kay.